Das ist das Hinterzimmer. Mit diesen Hintergründen. Ich würde mir kein Elektroauto kaufen. Schon allein, weil die, nicht nur wegen der Reichweitendiskussion, aber weil diese Masse, gell, du brauchst so viel Speicher, das wiegt so viel und das muss sich ja wieder bewegen. Elektroauto ist halt schwer abzulöschen, gell? Viel, viel Wasser, du kommst da nicht hin. Ja, nur nein, jetzt, wenn du selber Elektroauto bauen würdest, möchtest, dass viel Wasser hinkommt? Eher weniger. Ist eigentlich ganz logisch, dass der die Batterie gut einhaust. So, was möchtest du als Feuerwehr? Mit Wasser hinkommen. Also, da spießen sich zwei Interessen, gell? Ganz deppert gefragt, ja. Wann explodiert der Auto so wie im Film? Ganz einfach gesagt, nie. Also mir ist lieber, der Wasserstoff im Auto wird ein bisschen weniger und das ist ein bisschen ineffizienter. Also wir zwar haben ein Kernkraftwerk im Inntal. Natürlich, mit Folgeton und Blaulicht, das ist schon, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist fast geil, gell? Die anderen stehen und du fährst vorbei, gell? Aber das musst du schon bewusst sein, gell? Wenn da ein LKW-Fahrer bieseln geht und der geht dann einen Steig auf, dass es nur klatscht dort, gell? Letztendlich müsste es ja umgekehrt machen. Müsstest du, wie der deutsche Polizist das gemacht hat. Wir halten alle auf und wer will, soll vorgehen, schauen. Schaut euch das an, wie das ausschaut. Schnellfahren endet so. Was viele machen, die versuchen anzuzünden, gell, dann brennt es nicht richtig und dann schütten sie den Grillanzünder nach. Der rennt drauf und irgendwann findet er die Flamme, gell, die da drunter versteckt ist. Und dann gibt es Stichflamme, Plastikflasche, Hand brennt, hurra. Er schmeißt es weg und es landet mitten am Tisch. Gell. Also wenn man seine Verwandten nicht mag, macht man das. Wenn man sich selber nicht mag, macht man das auch. Vernünftig ist es nicht.